Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Haul für dich, denn ich habe in verschiedenen Online-Läden eingekauft. Bei Beauty Bay, bei Morphe und bei Douglas. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, in diesem Video wird es auch eine kleine Verlosung geben. Genau, deswegen, was es zu gewinnen gibt und was du dafür tun musst, sage ich dir gleich im Laufe des Videos. Genau, also ich habe eingekauft zum einen, weil Sale-Aktionen waren, zum anderen, weil eine neue, in Anführungsstrichen neue alte Marke rausgekommen ist und ja, weil es Goodies bei Douglas gab. Ich poste sowas auch immer gerne auf Instagram, folgt mir da gerne, falls du sowas nicht verpassen möchtest. Ich heiße da Aidwalk P, das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Genau, und ja. Ne? Ich lege jetzt einfach mal los. Zuallererst habe ich bei Beauty Bay bestellt. Das ist ein Online-Shop, der, ich glaube, seinen Sitz in England hat. Und die Marke, die dort in das Sortiment eingezogen ist, ist MUA. Make-up Academy. Und da habe ich mir halt für ein Full-Face komplett die Produkte geholt. Ich zeige dir jetzt mal im Schnelldurchlauf. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hinkriege, dass ich dazu jetzt in der Masse auch die Preise eingeblendet bekomme. Aber einfach mal, damit ihr es mal gesehen habt. Ich werde dann noch mal intensiver in meinem Full-Face-Only-Using-Produkte-Video dazu eingehen. Das ist einmal diese Lidschattenpalette, die ich einfach super interessant fand. Das ist die 15-Shade-Palette Color Burst und da bin ich echt gespannt drauf. Ich weiß, dass diese Marke auch mal damals sehr bekannt war, auch in Deutschland. Mittlerweile nicht mehr so, weil man sie auch nicht mehr wirklich bekommen hat. Aber mittlerweile, jetzt bei Beauty Bay, fand ich interessant, weil die auch super günstig ist. Dann habe ich mir auch den Pro Base Concealer geholt. Das ist dieser hier, habe ich in der Farbe ja, 102 mir geholt. Ist auch immer schwierig, dann die Farben sich herauszufinden. Ne? Und dann habe ich mir Pro Base Mattifying Fixing Spray geholt. Das ist einfach dieses hier. Auch da bin ich gespannt, wie das so funktioniert. Ich bin ja eigentlich nicht so für mattierende Produkte zu haben, aber ich glaube, dass die da gar nicht so viel Auswahl mehr hatten, weil wenn sowas neu kommt, ja, ist es tatsächlich schnell ausverkauft. So, das wollte jetzt alles nicht einzeln rauskommen, dann kommt es halt jetzt zusammen. Dann habe ich mir einmal das Full Coverage Matte Pressed Powder geholt in der Farbe 110. Fand ich auch fürs Full Face wichtig. Dann habe ich mir auch noch den Shimmer Highlight Powder geholt. Ja, in der Farbe Pearlescent Sheen. Ich habe nicht erwartet, dass dieses Produkt so krass holomäßig ist. Also das wird auf jeden Fall sehr interessant, weil das doch ein sehr, sehr kühler Highlighter ist. Da, ne, also swatchen werde ich die Produkte jetzt tatsächlich in diesem Video nicht, weil ich dazu ja noch ein ganz eigenes Video drehen werde. Dann habe ich noch den Bronzer geholt. Sunkissed Bronze ist das hier. Da gibt es eigentlich, naja, ich glaube, da gab es noch eine zweite Farbe. Dann habe ich mir einen Bronzer Topper geholt, Shimmer Bronzing Powder. Ja, Leute, ganz ehrlich, ne, das war so günstig. Solar Shimmer Nummer 100 ist das. Ja, da musste ich halt wirklich zuschlagen. Das ist echt krass. Dann habe ich mir auch noch den Blush geholt. Das ist ein Matt Blush Powder. Und Leute, ich habe auf der Homepage nicht gesehen, dass der so krass ist. Wow, oder? Ja, ich glaube, so einen heftigen Blush habe ich nicht. Da ist auch eine wunderschöne Prägung mit dieser Blume drin. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Automatic Tangerine ist die Farbe. Ja, sehr intensiv. Gut, dann gab es noch eine Mascara und zwar die Full Volume Lash Effect Mascara. Das ist diese hier. Hatte mich da auch angesprochen. Ich habe auch versucht, sowohl teilweise die günstigsten, teilweise mittleres Preissegment bei den Produkten, teilweise höher. Also in Anführungsstrichen, weil das alles echt günstig war. Das ist vergleichbar von den Preisen her mit Revolution, würde ich sagen, wenn nicht sogar darunter. Die Pro Base habe ich mir geholt, Moisturizing Primer. Da gab es auch verschiedene. Da hätte ich mir auch den Illuminating holen können, aber ich hatte irgendwie Bock auf Hydration, weil meine Haut aktuell extrem trocken ist. Dann habe ich mir noch den Matte Lipstick geholt und zwar in der Farbe Heartfelt. Na, so schaut der aus und so schaut dann auch die Farbe aus. Zwei Produkte habe ich mir noch von der Marke geholt. Das ist einmal der Eyeshadow Primer Enhancing Nude Base. Das ist dieser hier. Und natürlich darf auch eine Foundation nicht fehlen. Das war super schwer. In der Farbe 110 habe ich mir die geholt. Die Longwear Matte Finish Foundation.
Genau, ich glaube, es hätte auch noch eine Illuminating gegeben, aber ich glaube, die war zu dem Zeitpunkt ausverkauft. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Also das sind halt die MUA Make-Up Academy Produkte, die ich mir bei Beauty Bay gekauft habe. Vielleicht habe ich das mit den Preisen hingekriegt. Ich verlinke euch auf jeden Fall unten den Link zu der Marke, zu dem Online-Shop in der Infobox. Dann könnt ihr mal vorbeischauen. Und dann ist mir ein Produkt in die Hände gefallen. Ich glaube, ich musste auf einen gewissen Bestellwert kommen, damit das Ganze nicht nur versandkostenfrei, sondern auch versandkostenfrei per Express. Warum auch immer ich das immer haben will. Es ist Banane, aber gut. Ja, wollte ich haben. Und da musste ich einen Mindestbestellwert erfüllen. Und dann habe ich dieses Produkt gefunden. Doll Light Like a Diamond. Und Leute, dieser Highlighter erinnert mich nicht nur an Too Faced vom Design her, absolut, sondern auch noch an Polly Pocket. Aber fragt nicht nach Sonnenschein. Ich glaube... Ne? Mega, oder? Von der Schrift her, von diesem Herz her, dass es dann halt so erhaben hier drauf ist, also wahnsinnig cool. Dann steht hier drin, make them stare auf dem Spiegel und dann haben wir hier den Highlighter und das sind so eingeprägte Herzchen drin. Ja, den können wir doch mal swatchen. Oh, super samtig, als würde ich über Samt fahren. Der war auch nicht so günstig, der war runtergesetzt, aber nicht günstig. Boah, ist der schön. Der ist wundervoll. Ja. Herzlich willkommen in meinem Make-up-Sortiment. Lieber Highlighter von Doll irgendwas. Doll Light. Ich glaube, Doll Light ist wirklich die Firma, ne? Okay, cool. Ja. Okay, dann das könnte jetzt vielleicht ein bisschen umstritten werden. Bei Morphe gab es einen Ausverkauf und zwar ganz intensiv. Also da gab es ein Pinselset oder... mehrere Pinselsets, die normalerweise, ich glaube, fast 100 Euro gekostet hätten, für 26. Ne, dann habe ich auch noch diesen Code von James Charles verwendet, habe dann auch nochmal 10% gekriegt und dann war alles tutti. Also, ja. Hiermit fange ich dann auch tatsächlich an. Das ist das weniger umstrittene Produkt und zwar Eye Babe Faves. Das sind 15 Lidschattenpinsel einfach. Die habe ich jetzt auch schon mal ausgepackt, weil ich muss ansonsten immer so unfassbar viel schneiden, wenn ich die jetzt hier vor der Kamera immer alle einzeln auspacke. Huch. Das ist dann ein bisschen weniger dieser Oh-Wow im Moment, aber ja. Also die Morphe-Pinsel sind ja sowieso von der Qualität her wirklich vollkommen solide. Und jetzt mal ohne Witz, ne? Für 26 Euro 15 Pinsel. Minus 10%, kann ich nichts zu sagen. Super, super angenehm, super weich. Kannst du echt schön mitarbeiten. Da hast du alles mit dabei, was das Herz begehrt. Von Blenderpinsel über Augenbrauenpinsel, Smudger. Theoretisch welche, die du als Highlighter nehmen könntest. Und dann auch noch so ein Spoolie-Pinsel, Doppelvieh, den ich ja sowieso feier in Pinselsets, ne? Ist da wirklich alles mit bei und da muss ich zuschlagen. Auch das, wie gesagt, auf Instagram gepostet, weil unschlagbares Angebot. Klar. Ja, dann habe ich noch ein weiteres Pinselset mir gekauft, was halt auch extrem reduziert war, was zum einen an dieser Pinselreduzieraktion von Morphe lag, aber es liegt auch daran, dass aktuell Morphe, glaube ich, Jeffree Star aus deren Sortiment rauskickt und ja, deswegen hatten die auch in letzter Zeit ziemlich viel seine Lidschattenpaletten und so reduziert, die ich mir aber tatsächlich nicht holen wollte, denn ich habe schon eine da und das Video dazu ist vielleicht jetzt schon nach diesem Video online oder vor diesem Video online, ich weiß es nicht, aber es wird online kommen, wenn ich den Mut dazu habe, ne? Also müssen wir mal gucken. Aber ich habe tatsächlich schon länger um ein ganz bestimmtes Pinselset drumherum geschlichen und jetzt war es halt wirklich reduziert und da habe ich halt einfach zugeschlagen, weil es für mich jetzt ein Arbeitsmaterial ist, um das mal so zu sagen. Ne? Also ich werde das nicht unbedingt im Video erwähnen, dass ich sage, ich benutze jetzt den und den Pinsel. Mache ich ja generell nicht wirklich, aber ich werde es halt verwenden, weil ich auch gehört habe, dass die von der Qualität her sehr gut sein sollen. Ich sehe sie auch in vielen Videos und sehe, wie das Ergebnis damit ist. Deswegen habe ich mir das jetzt auch geholt. Und da es jetzt aus dem Sortiment von Morphe rausgeht und so krass reduziert war, habe ich das für mich so einfach gewissensmäßig vereinbart, dass ich gesagt habe, ich unterstütze damit jetzt nicht Jeffree Star, weil der Drops ist gelutscht, der geht da aus dem Sortiment raus. Aber Morphe muss ja den Restbestände loswerden. Und deswegen haben die das ja auch so krass reduziert. Ich rede von diesem Pinselset. Das ist jetzt nicht jetzt das ultimativ krasseste, ne, aber... Es sind wirklich schöne Pinsel. Natürlich habe ich genug Pinsel, aber das hier sind ganz besondere, die ich wirklich immer mal wieder mir angeschaut habe, auch vor dieser ganzen Skandalgeschichte, weil sie einfach pink sind und so schön. Und ne, ich meine, wie viele
China-Shops, sage ich mal, haben versucht, diese Pinsel nachzumachen. Ne? Und ja, das ist halt ein schönes Pinselset, was jetzt halt bei mir auch ist. Und es ist teilweise auch mit pinken Härchen und es ist weich, es ist angenehm. Ich finde es schön, wirklich. Und ja, habe es mir jetzt einfach mal geholt. Da sind ein paar Lidschattenpinsel mit bei, ein paar Facepinsel mit dabei. Dann halt, ich weiß auch nicht, warum ich diese Pinselart so feiere, aber dieser Pinsel ist damit bei. Und ja, deswegen durfte das halt auch einfach mit. Ja, jetzt kommen wir mal zum Mammutteil und zwar zu Douglas. Bei Douglas war halt richtig viel Goodie-Aktion. Da war eine fette Sale-Aktion auf Hypoallergenic, wo ich mir wirklich ein ganzes Fullface geholt habe, ne? Dann gute Goodie-Aktion, wie gesagt, alles auf Instagram gepostet. Da habe ich extra in der Story so eine ganze Seite gemacht, wo ich die ganzen Codes auch eingefügt habe, was man eingeben muss und wofür man halt was Gratis bekommt. Gut, ich fange jetzt einfach mal auch hier im Schnelldurchlauf mit den Hypoallergenic-Produkten an. Auch hier werde ich wahrscheinlich die Preise nicht wirklich einblenden, weil es ist dann einfach ein bisschen viel, ne? Genau, das ist einmal das Aqua Jelly Make-up und das habe ich mir geholt in der Farbe 01 Light Porcelain. Das ist dieses hier und da freue ich mich auch tierisch drauf, das zu verwenden. Ich habe den Primer, der mir wirklich gut tut, denn ich habe eine sehr sensible Haut. Dann habe ich mir geholt den Eye Pencil und zwar in Purple, also in Lila. Da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf. Schaut einfach mal, ob es die Sale-Aktion noch gibt. Ansonsten hat Douglas ja immer richtig gute Rabatte. Dann einen Augenbrauenstift habe ich mir geholt in der Farbe 01 Light Blond. Genau, ich glaube, das war die günstigere Variante. Ich glaube, da hätte es auch noch andere Varianten gegeben. Ein Powder-Lipstick habe ich mir geholt in der Farbe 02. Das ist so ein Mauve-Ton. Fand ich auch ganz schön. Ist eigentlich jetzt blöd, wenn ich die ganzen Verpackungen jetzt so zuzeige, ne? Na komm, ich mache sie jetzt lieber mal auf und dann kann ich die Verpackung vielleicht auch direkt wegtun. Ja, komm. Genau, so sieht dann halt der Lippenstift aus. Ohne Verpackung. Das hätte ich auch vorher machen können, ne? Ach süß, ja. Das ist der Augenbrauenstift. Ist wirklich deutlich kleiner, als dann, wenn diese riesen Verpackung drum zu ist, ne? Das ist sehr interessant. Aber gut, man muss ja auch irgendwie eine gewisse Produktplatzierung haben in den Ladentheken, sage ich mal. So sieht dann der Eyeliner aus. Ja, und die Foundation, das ist, glaube ich, auch super interessant, wie die dann ohne Verpackung aussieht. Weil schon klassisch hübsch, ne? Das ist Plastik tatsächlich, ein Pumpspender. Finde ich auch sehr, sehr gut. Dann habe ich mir einen Blush geholt, und zwar den Fresh Blush. Das ist dieser hier in der Farbe Nummer 02. Soweit ich mich erinnern kann, sind die Produkte von Hypoallergenic relativ dezent. Von der Formulierung her, bin ich mal gespannt. Face and Body Illuminating Powder habe ich mir geholt in der Farbe 01. Ich hatte schon mal einen Highlighter von Hypoallergenic, der hat mich sehr enttäuscht. Da bin ich gespannt, wie der das machen wird. Wobei es doch eher ein Puder ist als ein Highlighter. Habe ich das als Highlighter oder als... Das ist nur ein Illuminating Powder. Nee, alles gut. Das ist, ich wollte nichts watchen, egal. Wow! Aber für einen Puder ist der aber ganz schön shiny. Da bin ich interessiert. An diesem Produkt. Gut, dann habe ich mir den Bronzer Fresh Bronze Powder geholt. Genau. Der ist auch noch in der Verpackung. Den nehmen wir mal raus. Hat er eine Farbe? Ich glaube nicht. Nö, der scheint keine Farbe zu haben. Hier ist die Sonne drauf. Auch sehr, sehr schön, oder? Das gefällt mir. Das mag ich leiden. Ja. Und auch ganz klassisch in diesen Plastik-Klack-Klack-Verpackungen finde ich auch irgendwie ganz nett. So, Cover Eye and Skin Concealer. Das ist dieser hier. Das müsste die Farbe 10 sein. Fair. Ich bin fair. Sowohl fair als auch fair. Gut, dann habe ich mir eine Longwear Mascara geholt, die optisch gar nicht so ansprechend war. Aber von den Rezensionen her hörte sich das alles sehr, sehr positiv an. Deswegen habe ich diese Mascara mit diesem wunderschönen Gummibürstchen mit in meinen Einkaufswagen gepackt. Also die Marke ist jetzt ein bisschen hochpreisiger gewesen, als MUA, aber trotzdem fand ich das erschwinglich, ne? Vom Gesamtpreis her. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil das Ganze auch reduziert war, sehr reduziert, teilweise um über 50%. Den Lip Liner in der Farbe Pink Nude habe ich mitgenommen.
ja, und weil das halt so krass reduziert war und ich sowieso ja diese Reihe jetzt am Plan bin, fand ich das auch irgendwo gerechtfertigt, dass ich das jetzt auch alles kaufe. Genau. Schaut so aus. Ist auch irgendwie eckig, ne? Genau wie der Augenstift. Sehr interessant. Dann habe ich mir noch mitgenommen 3 Lidschattenpaletten, weil eine davon möchte ich auf jeden Fall in dem Full-Face-Video verlosen. Mit einer werde ich mich schminken und die dritte ist so, vielleicht nehme ich die auch noch zum Schminken. Okay, das ist einmal hier die in der Farbe 03. Dann habe ich mir die geholt in der Farbe 01. Es hätte 4 gegeben, aber die Smoky habe ich ausgelassen, weil, nee, brauche ich nicht. Und dann habe ich hier die Farbe Nummer 04. Ich glaube, das war einmal Earth, einmal Nude und einmal Warm Nude oder sowas in der Art. Genau, das sind die Belle Hypoallergenic Produkte, die ich mir dann mitgenommen habe. Fand ich auch sehr interessant, weil das ja auch eine sehr hautfreundliche Marke sein soll. Allein deswegen war das für mich schon mal sehr interessant. Es ist schon witzig, wenn man jetzt die ganzen Verpackungen entfernt, sieht es dann echt weniger aus, ne? Das ist schon witzig. Gut, eine Lidschattenpalette habe ich mir mitgenommen, weil ich jetzt auch ziemlich viel positive Reviews darüber gehört habe und sehr interessiert an der Marke bin. Misauda Milano Glam Eyes habe ich mir mitgenommen. Das ist tatsächlich eine Lidschattenpalette, die etwas leichter ist von der Textur, also von der, nicht von der Textur, von den Farben her. Das Produkt an sich ist schwer, ne? Das ist richtig, ach, wunderschön. Dezenter. Ach, wie sage ich das denn jetzt? Guckt sie euch an. Heller. Gedeckter. Ich weiß es nicht. Und hier können wir direkt mal ein paar Töne swatchen, würde ich sagen. Den Jet Set hier unten auf jeden Fall. Das ist so ein grün, dunkelgrün Schimmerton. Finde ich super. Wow. Super interessant. Alto Belly. Der geht ja ab wie sonst was. Gut. Rebel. Den Rebel möchte ich auf jeden Fall swatchen. Dann Slay. Diesen weißen Schimmerton nehme ich auch mal mit. Und einen können wir noch. Dann nehme ich mal die Diva. Also sieht auf den Fingern schon mal richtig, richtig ansprechend aus. Da kann man wirklich auch was Schönes mitmachen, sei es Herbstlooks oder... Ach Mensch, also schöne. Wow, die Textur ist total cremig, Leute. Von dem weiß jetzt nicht ganz so. Und von dem Grün auch nicht. Aber von diesem Lila, das war gerade richtig krass. Das war richtig krass. Das war eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und so sehen dann die Swatches aus. Also wirklich gut pigmentiert. Ne? Ich meine, es sind Schimmertöne natürlich. Da hat man dann auch nochmal eine andere Intensität. Aber das ist schon krass. Ich finde es, ne? Also ich habe hier auch immer noch was an den Fingern dran. Das muss ich jetzt tatsächlich am Handtuch abmachen, weil das einfach zu viel ist sonst. So. Witzigerweise, also wirklich witzigerweise, waren viele Essence-Produkte schon sehr, sehr krass reduziert. Und dieser Sale hat noch nicht begonnen, jedenfalls noch nicht offiziell, der Ausverkauf, ne? Ja, also ich habe Anfang August, nee, jetzt haben wir 15.08., wo ich das Video drehe, also ihr merkt jetzt, wie weit ich im Voraus dieses Video schon gedreht habe. Wann habe ich bestellt? Vor 3 Tagen, ja, es war dann auch schon Mitte August, ne? Aber da war, glaube ich, war da überhaupt schon die Info über das Sortiments-Update online? Naja, auf jeden Fall. Waren 3 Produkte, die ich bestellt habe, echt krass reduziert. Das ist einmal hier die Choose Your Glow Highlighter Palette. Die wollte ich einfach demnächst mal verlosen in einem Video. Jetzt nicht in diesem, dafür habe ich eine andere Essence-Palette, die ich gerne verlosen möchte. Ja, finde ich richtig schön. Also entweder werde ich die verlosen oder die wird demnächst mal verschenkt werden, weil ich tatsächlich noch jemanden kenne, die Geburtstag hat und ich kenne noch jemanden, mit der ich demnächst ein Tauschpaket mache. Dann habe ich hier ein Produkt, das wird safe nämlich ins Tauschpaket wandern. The Rose Edition Eyeshadow Palette, die habe ich auch selber und die ist so gut. Ich verstehe nicht, warum die jetzt schon reduziert war. Ich meine, ja, das Design der Palette an sich ist jetzt nicht so ultra ansprechend, weil ne, es sind halt recht nah beieinander liegende Fähnchen, die Farben wirken recht unspektakulär. Aber man kann da einen richtig tollen, schönen Look mitschminken. Sowohl Alltagslooks als auch halt so ein bisschen mehr Kabam kriegst du auch mit rein, wenn du dieses Rot und dieses Braun, dieses ein bisschen mehr verdunkeln, super pigmentiert, echt geile Lidschattenpalette. Und selbst wenn sie nicht reduziert ist, kostet die unter 5 Euro, also boah. Und diese Palette von Essence möchte ich tatsächlich gerne in diesem Video verlosen. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ja, das ist diese hier. Das ist aus der Winter Limited Edition gewesen. Die Crystal Dreams Give Me Crystals Lidschattenpalette.
Und hier haben wir dann die entsprechenden Töne drin. Und ja, die möchte ich gerne in diesem Video verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist, dass du mir einfach einen lieben Kommentar schreibst, in dem du mir deinen absoluten Favoriten bei Douglas nennst. Was man halt bei Douglas kaufen kann. Ich meine, mittlerweile, du kannst da ja mittlerweile echt alles kaufen. Ne? Du kannst ja auch Drogerie, du kriegst da High-End, du kriegst da außergewöhnliche Marken. Aber schreib mir gerne unten deinen absoluten Favoriten aus dem kompletten Douglas-Sortiment rein. Ist jetzt nicht irgendwie in Zusammenarbeit mit denen, sondern einfach nur für mich rein informativ, weil für mich sind das halt auch so ein bisschen Sammeln von Video-Ideen, ne? Das ist so ein bisschen immer mein Hintergedanke dabei. Genau, ja, schreib mir das sehr gerne und dann wanderst du in den Lostopf. So, dann habe ich noch ein letztes Produkt, was ich bei Douglas gekauft habe und danach zeige ich euch die ganzen Goodies. Und zwar habe ich von Shiseido dieses Beauty Blossoms Set geholt. Das ist so ein, weiß ich nicht, also in wäre das eine Winteredition, würde ich sagen, es ist ein Christmas Cracker. Aber es ist dann eher ein Blooming Cracker, mehr oder weniger. Das ist ein Produkt, was ich wahrscheinlich demnächst mal verschenken werde. Habe ich aber bestellt, weil wenn man bei Shiseido was bestellt hat, gab es was Gratis mit dabei, was gleich kommt. Hier sind nämlich zwei Produkte von Vaso drin. Das ist so eine ganz spezielle Reihe. Das ist einmal das Clear Mega Hydrating Cream. Der, ne, vor allem die Mega Hydrating Cream. Und die sieht so geil gelmäßig aus. Die kannst du dir einfach morgens und abends, nachdem du dein Gesicht gereinigt hast, auf das Gesicht geben. Und dann ist auch mit in diesem Set enthalten das Quick Gentle Cleansing Gel. Also wahrscheinlich, dass du erst dich hier mit reinigst und dann mit der Creme dich entsprechend eincremst. Genau. Dann habe ich das jetzt wieder eingepackt, weil das demnächst dann auch verschenkt wird oder verlost wird. Das muss ich mal gucken. Denn es gab gratis, wenn man irgendwas bei Shiseido, und das sind ja nicht die günstigsten Produkte im Universum vertreten, bestellt, etwas gratis mit dabei. Und zwar dieses komplette Set. Ich habe tatsächlich dieses Power Infusing Concentrate, dieses rote, auch schon mal verwendet und fand das echt gut. Dann hast du da auch noch eine Augencreme mit dabei, ein Cleansing Foam und ein Treatment Softener Enhancer. Frag mich nicht. Ja, also Reinigung, dann machst du dir ein Serum drauf, dann machst du die Augencreme drauf und dann machst du dir deinen Mousse drauf. Und dann bist du halt top gepflegt für den Tag. Kann sein, dass ich das wirklich einfach mal so für mich als Test nehme, weil es halt so kleine Probegrößen drin sind, die hier drin sind. Dass man einfach mal eine Review dazu geben kann, weil sonst habe ich ja nicht so die allerteuersten Cremes, sage ich mal. Genau, ach, das sieht auch schön aus. Ne? Ei, was fein. Ja, und das halt für Umme, beschwere ich mich nicht. Aber das fand ich echt nett. Das war halt auch irgendwie so eine Sonderaktion, die es dort gerade an dem Wochenende oder an dem Tag oder wie auch immer gab. Ach so, und natürlich hast du diese Tasche auch noch für Umme mit dabei. Die habe ich gar nicht gezeigt, ne? Oh. Ja, solche Taschen benutze ich tatsächlich für mich gar nicht zur Aufbewahrung. Also wenn ich solche Taschen habe, dann benutze ich die zum Weiterverschenken. Kannst du halt schön als Geschenktäschchen nehmen. Finde ich schön. So, dann gab es noch, das hatte ich jetzt aber auch letztes Mal schon mit drin, glaube ich, von Aveda, Nutri-Plenish Leave-In Conditioner. Sowas verwende ich halt immer nach dem Duschen, ne? Ist für mich einfach praktisch, dass es mit dabei war. Dann war an dem Tag noch, dass du eine Parfümprobe bekommen hast, wenn du einen entsprechenden Goodie-Code eingegeben hast. Da habe ich jetzt random bekommen von Arizona Proenza Shola. Kenne ich nicht. Das kenne ich wirklich nicht. Das ist ein Mini-Flakon. Ist wahrscheinlich für die Leute ganz interessant, die solche Flakons sammeln. Für mich ist es interessant, weil ich plane, so einen Parfüm-Adventskalender, um die Weihnachtszeit hier auf meinem Kanal auch zu verlosen. Und da wird es auch auf jeden Fall mit reinkommen. Das ist dieses Parfum. Dieser kleine Flakon und der bleibt hier auch drin. Denn ich sammle halt immer, wenn ich jetzt so bei Douglas so kleine Parfums oder ne, kleinere Größen oder so drin habe, die ganzen Produkte hier übers Jahr bei mir und mache dann eine ganz große Verlosung am Ende des Jahres. Fand ich eigentlich ganz schön, weil dann kann sich jemand da sehr drüber freuen. Dann habe ich auch noch das Un Jardin sur le Nil von Hermès als Parfumprobe bekommen. Das konnte man halt so anklicken, ne? Deswegen ist es halt mitgekommen. Ich glaube, die habe ich auch schon. Fand ich auch sehr, sehr angenehm vom Duft her. Dann hat mich ja absolut umgehauen, fand ich total großartig, von This Works, das Deep Sleep Pillow Spray. Kann man sich auch nicht beschweren, ne? 2,5 Milliliter mache ich mir gerne aufs Bett drauf. Also das Produkt hat mich ja vollkommen in seinen Bann gezogen, ne?
Ob ich jetzt, also dieses Produkt ist daran schuld, dass ich überhaupt ein Kissenspray verwende. Das heißt, ich nehme jetzt das hier und dann nehme ich das, was ich halt von Rituals da habe, aus meiner Rituals-Box. Das hatte ich auch schon mein Kleinen da. Alternativ, wenn man es halt ein bisschen günstiger haben will, habe ich von Wellness and Beauty oder Beauty and Wellness von Rossmann 1. Das ist auch schön. Da gibt es auch verschiedene Duftrichtungen, kriegt man aber nur im Laden. So, Labarababer. Dann gab es auch noch eine Karte gratis mit dabei. Die kann man halt immer anklicken, ne? Ist nichts Wildes. Weil ich was von Misau da Milano gekauft habe, gab es auch wieder so eine Pouch mit dabei. Das auch wieder für Umme. Und Leute, ich musste ein bisschen schmunzeln, denn die Aktion mit der Douglas Card, also die Card Weeks, liefen immer noch. Das heißt, ich habe genau das gleiche Set, wie ich das letzte Mal bekommen habe, nochmal mitbekommen. Ja. Huch, das klickt zusammen. Das ist einmal das The Ritual of Ayurveda, der Raumduft. Es ist so, so geil. Also entweder wirklich selber behalten oder demnächst. Wie auch immer weitergeben, muss ich mal gucken. Dann von Ellie Saab habe ich hier auch wieder das Armband. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Also, das ist echt witzig. Von Sleep Inc. habe ich hier wieder diesen Schlaftrunk. Der steht noch bei mir am Bett, den habe ich noch nicht getrunken, weil ich erst noch andere Sachen da hatte, die ich trinken wollte. Auch irgendwie komisch an. Und von Karl Lagerfeld und Model Co. Das ist so ein Custom Lipstick Shade in Sculpt Duo. Das ist so ein Zweier-Ding zum Rausdrehen. Auf der einen Seite ist ein nudefarbener Lippenstift und auf der anderen Seite so ein heller Champagner-Goldfarbener, dass man den als Topper nehmen kann. Genau. Das war halt in dieser Card Weeks Tasche drin und das hat zusammen auch wirklich einen richtig krass hohen Wert. Ich weiß gar nicht mal, wie hoch der war. Ich weiß nicht, ob das 40, 45 Euro oder noch höher war. Fand ich auf jeden Fall richtig krass. Apropos krass. Krass, ich bin durch. Das war jetzt auf jeden Fall mein umfassender Haul. Mein Claudi ist eskaliert in irgendwelchen Sale-Aktionen Haul. Also man merkt, ich bin echt so, was sowas angeht. Ich werde oft geinfluenced und ich werde auch tatsächlich oft... Ich lasse mich dann auch einfach mal zum Kauf verleiten, denn mein Geld, ich verdiene es mir. Ich kann damit machen, was ich will. Und wenn ich mir davon Schminke kaufen will oder Pflege, dann mache ich das. Es gibt auch durchaus noch bessere Alternativen, um sein Geld sinnvoll einzusetzen, was ich außerdem mache. Ja, genau. Ihr Lieben, das ist so ein bekloppter Schluss jetzt gerade, aber gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ja, so. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, die ich so gedreht habe. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!